Einen wunderschönen guten Abend, liebe Leute. Moin, Toffel. Na, alles gut? Wo hatten wir denn die Kamera? Ich weiß es gar nicht mehr. Und wir starten mal rein, dann sehen wir ja, wo das Hut ist. Oh ja, rechts oben oder rechts unten? Auf jeden Fall rechts, ja. God damn it. Harrow's here. Ja, hallo. Okay, der beantrage ich Mitte des Jahres, für lande ich wenigstens im Winter irgendwo. Ja, genau. I know we've had our differences, but this... For your information, I had nothing to do with Mr. Harrow's sudden appearance on our doorstep. Ich bin mal gespannt, wie lange das Spiel noch geht. Am Anfang ging das so schnell voran, ne? Mission. Aber jetzt, nach all der Zeit, haben wir gerade mal die Hälfte des Spiels. Ne? Ich habe das Gefühl, die Level werden immer länger. Oder die Missionen. Boah, Saarland, da hätte ich so Bock drauf wieder, ne? Alter, was ich die Leute zugetextet habe jetzt hier in der Reha. Wie geil das da oben war. Boah, da hätte ich so Bock, Mann. Allein schon das Ambiente, die Umgebung, das geile Essen einfach, ne? Also da hast du ja in manchen Restaurants Probleme, so gutes Essen zu kriegen. Echt krass. Da haben wir es echt gut getroffen. Weil wenn ich das mal vergleiche mit der letzten Reha hier, Alter. Sowas hast du noch nicht erlebt. Ich muss das mal kurz erklären. Das ist wichtig. Warte mal. Ich habe im Übrigen einen Test gemacht, wie weit ich den Verbrauch vom Corolla drücken kann. Oh, okay. Okay. Du warst bei 5,2, ne? Wenn ich mich recht entsinne. Dein normaler Durchschnitt. Ja, die Klinik da oben. Also die gibt es hier schon Ewigkeiten. Die wurde dann aufgekauft von dem Median-Konzern, ne, die anscheinend hier alles Mögliche aufgekauft haben in Deutschland. Und die lassen das Ding verfallen. Ne, da ist seit 2 Jahren ist das Schwimmbad kaputt, repariert niemand. Der Sportplatz oben kümmert sich keiner drum, völlig verwildert. Das ist einfach, die wollen das nicht mehr. Ne, sagen mir auch, oder haben mir auch die Therapeuten gesagt, dass da... Da wird nichts mehr investiert, die kümmern sich nicht ums Personal, das ist einfach schrecklich. Und dementsprechend kündigt auch einer nach dem anderen, ne? Also das werden immer weniger, immer weniger. Als ich gegangen bin, ne? Oder als ich noch da war, hatten die 2 Sporttherapeuten. Der eine hat gekündigt, noch während ich da war, oder ist dann gegangen, während ich noch da war. Und die andere ist, ich glaube, eine Woche bevor ich dann entlassen wurde, war sie dann auch weg. Und dann haben sie gesagt, also das war Mitte Dezember. Ich bin am 20. Dezember bin ich raus. Und dann haben die dann schon mitgeteilt, so wie es aussieht, vor Februar haben sie keinen Ersatz. Ja, und dann habe ich mich so ein bisschen tiefer unterhalten mit den Therapeuten oder mit der Therapeutin. Und dieser Median-Konzern hatte in Spanien und Italien haben die Kliniken aufgekauft, wo sie jede Menge Geld investieren. Und die Sachen in Deutschland lassen einfach verfallen. Also, warum? Das ist ein großes, wirklich ein sehr großes Gebäude mit verschiedenen Abteilungen. Eigentlich cool gemacht. Aber, naja, kümmern sich nicht drum. Und das Essen, also sowas... Ekliges. Ich habe in der ersten Woche habe ich schon die Chefärztin gefragt, ob sie da ist. Und da sagt sie, auf gar keinen Fall werde ich da essen. Das ist voll mit Konservierungsstoffe und Geschmacksverstärker. Ist völlig unverträglich. Bla bla bla. Weil ich habe es darauf angesprochen, wir alle hatten Probleme. Immer nach dem Essen. Blähbauch, Durchfall und dann nachmittags halt Sport, ne, nach dem Essen. Also ich konnte es vergessen. Und hat sie auch gesagt, ja, also wir sollten eigentlich auch da unten essen, ne, wir Mitarbeiter, kostet 3,80 Euro am Tag. Aber niemand,
wirklich niemand hat da gegessen von denen. Ne, wenn wir das Essen geholt haben als Patienten, mussten wir immer durch den Raum, wo die ganzen Angestellten sitzen, um dann in den Raum für die Patienten zu kommen. Ich habe da nicht einmal jemanden gesehen. Wahnsinn. 5,6. Median ist nicht wirklich gut. Es ist halt einfach ein Aktienkonzern, der dahinter steht. Da wird nur rausgezogen. Die haben auch deutschlandweit, glaube ich, 80 Kliniken gehabt. Ja, das kommt hin. Das kommt hin. Also das ist schrecklich. Wirklich schrecklich. Was machen die? Weißt du, da freut man sich, dass Depression und Burnout und so endlich anerkannt wird von den Krankenkassen und dass da Therapien entstehen und bla bla bla. Und dann kommt so ein scheiß Konzern, kauft die ganzen Dinger auf und lässt sie einfach kaputt gehen. Also, das ist unglaublich. Das ist wirklich unglaublich. So. Müssen wir zusammen rausfinden, wie das hier noch ging von der Steuerung her. Aber ich meine noch so ein paar Sachen zu wissen. Außer wie man rennt. Ah ja, draufdrücken. Basement. Die Klinik, in der ich 2015 gearbeitet habe, wurde auch von denen gekauft. Da wurde so schnell der Rotschiff in allen Bereichen eingesetzt. Siehst du? Was soll das denn? Da sollten sie doch so einen Riegel davor ziehen, dass da kein Monopol entsteht. In so vielen Bereichen wird das gemacht. Aber wenn es dann um... Oh, Daddy sitzt auf dem elektrischen Stuhl. Aber in so wichtigen Bereichen kümmert sich kein Mensch drum. Ist echt krass. Ja, Corolla. Ich bin stur 115 hin und zurück gefahren und habe den Verbrauch auf 4,8 gedrückt. Das ist geil. Das ist geil. Sau gut. Mein BMW, wo ich da gehabt habe, ne, den 530D X-Drive. Wenn ich hier auf der Arbeit gefahren bin, das waren immer 50 Kilometer einfach. Ja, so reine Autobahn, komplett. 50 hin, 50 zurück. Da habe ich mich, also bestimmt die letzten 2 Jahre, wo ich diesen Arbeitsplatz noch hatte. Boah, ist laut, ne? Habe ich mich, mit 84 hinter LKWs gehängt und bin dann im Windschatten halt mitgefahren, ne? Und das war krass. Weil dann hatte ich dann auch einen Verbrauch von 5,2. Was halt für so ein Riesenauto halt unglaublich ist. Unglaublich. Da hatte ich mal 1152 Kilometer mit 52 Liter Diesel, was ein Durchschnitt war von 5,2. Mega. Mega. Und wenn ich den getreten habe, jo, dann, ich glaube, das Höchste, was ich mal draufstehen hatte, war 9,8. Was auch nicht die Welt ist für 270 PS und 600 Newtonmeter Drehmoment. Für ein 1740 Kilo Auto. Da war ich auch schon happy. Also wenn du sowas machen würdest, ne, musst du halt ein bisschen mehr Zeit einrechnen. Nicht viel mehr, aber ein bisschen mehr. Dich hinter die LKWs klemmen. Alter, dann schaffst du es auf, keine Ahnung, 4,4 oder so. 4,3 vielleicht. Was das ausmacht, ist der Hammer. Was krabbelt denn da? Gar nichts. Ich bild mir wieder was ein. Wobei ich halt sagen muss, mit 115 kommt man doch ganz gut hin. Und her, da passt 4,40. Ja, natürlich, natürlich. Natürlich. Gut, nachdem ich das halt jahrelang gemacht habe, ne, dieses Hinterherschleichen. Kann man ein bisschen bewegen. Schon okay. Klar, man entschleunigt sich, wie man das ja schön in der Therapie gelernt hat. Aber Alter, da hast du so ein fettes Auto, weißt du, und schleichst dann da rum,
Also mit dem jetzt, ne, mit dem i30. Ich glaube, ich bin noch nicht einmal so entschleunigt gefahren. Davor hatte ich ja den Peugeot 207 CC, ne, das Cabrio. Da wolltest du gar nicht mehr als 85 fahren, weil dann wurde das Auto so laut. Nur ein Vierganggetriebe. Und du warst dann halt, ach Gott, du hast Drehzahlen gehabt ohne Ende, das hat vibriert und so. Das war halt kein Auto zum Schnellfahren. Das ist ein Landstraßenauto gewesen. Wo ich dann den i30 geholt habe. Also 140 fahre ich immer. Und wenn ich dann den kleinen hole, ne, dann sind auch um die 50 Kilometer, wo ich da fahren muss. Da habe ich dann auch gern schon mal 210 drauf. Ne? Also so ein bisschen Spaß muss man halt auch haben. Ne? Und gestern von der Autobahn runter, wieder im Osten gewesen und erstmal von GLE bedrängt worden auf der Landstraße. Ja, 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 natürlich. Ich muss da immer an den Audi Kombi denken aus diesem Video. Was denn das für ein Kombi? Das ist so geil. Wo der Audi den Porsche abzieht. Was denn das für ein Kombi? I've also briefed the Assistant Secretary on the successful destruction of Felicity's leech factory in McCallum Sawmill. Oh ja, war glaube ich ein S2, ne? Oder merkst du einfach, wie schwer die SUVs sind? Die waren ja. Alter, das muss sein wie LKW fahren. Was ist denn hier los? Also, ich mag das optisch ja nicht so, wenn SUVs tiefer gelegt sind. Aber es bringt so viel. Und vor allem so ein X5 und ein X6, wenn die tiefer gelegt sind mit 24 Zoll Felgen drauf. Boah, das sieht schon krass aus, ne? Das ist schon geil. Hat da nichts mehr von, oder nichts mehr mit SUV zu tun, aber da scheiße ich drauf, Mann. Das sieht geil aus, das minimiert jegliche Wankbewegung. Erhöht dadurch die Sicherheit und macht das Ganze halt einfach ein bisschen sportlicher, ne? Ich hatte mal einen X5, der spielen wollte und wir sind halt so 110 über die Landstraße. Und er hing in den Kurven gefühlt immer auf Beutel. Ja, das ist das. Das ist das. Die schwanken da rum wie so ein Kreuzfahrtschiff, sag ich mal. Also, das sieht schon wieder ein bisschen übel aus hier. Was kommt da denn für Monsters? Sounds like you need a lawyer, not a vampire hunter. Tried that already. I even sent in the blasted National Guard to secure the papers. Was ich aber gerade sehe, ne, ich habe ja die Mikrofonlautstärke angepasst an gestern und war ja die Webcam. Da können wir nicht hier mal ein bisschen höher gehen. Bum, 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 bum. Ach, es geht gar nicht höher. Ah, doch. Buh. Oh, das ist zu laut. Buh. Ah, immer noch roter Bereich. Buh. Oh, perfekt. Können wir höchstens das Spiel noch ein bisschen lauter machen? So, 25. So. Finde das Büro. Okay. Let's get this over with. You alright, folks? Ja, sicher. You crazy? The whole area has been totally overrun by bloodthirsty freaks. The National Guard's fighting back, but there's too many of those monsters. If they don't get some help soon, we're all goddamn doomed. Finde die Überlebenden. Okay. So. Können wir erstmal hier ein bisschen nach Loot gucken. TNT, warte mal, schießen war hier genau. Mächtiger Badaboom. Wenn Jesse als Rentier von der Kutsche fällt, zählt das als Wildunfall?
Ja, im Prinzip schon, oder? Money. So, schlagen wir hier, genau. Und das war. Oh, oh, oh. Was haben wir hier noch umliegen? Ja, das ist ölig. Sieht man schon was? Naja. Okay. Oh. Da. Achso, Licht war das. Okay. Mal gucken. Kein Loot. Okay. Dann schauen wir mal. Ich denke mal, hier werden die ersten kommen. Naja. Nee. 21 Geld. Kann man sich da nicht eine Währung ausdenken? Nicht einfach nur Geld. Achso, können wir eigentlich was kaufen? Nee. 1466 ist zu wenig. Ja, heute der erste warme Tag im Büro gewesen. Hat mir jetzt mal gar nicht so gefallen, ne? Weil, wenn du ein Fenster aufmachst, dann zieht's den Leuten. Wenn du das Fenster zu hast, ist da eine Hitze da drin. Kein Sauerstoff. Total eklig. Klimaanlage ist vorhanden. Aber ist wohl noch nicht warm genug für die Herren. Also ein bisschen schade. Aber mal abwarten. Warte. Geht's da weiter? Oder? Anscheinend. Dann gehen wir erstmal hier gucken. Das sieht nach Kampf aus. Hallo. Uiuiui, was bist du denn? Wow. Lass mich. Der nicht gekommen. Oh, da kommen die nächsten schon wieder. Hey. Wow. Hey. Nicht schlagen. Oh. Hat er mich noch erwischt? Zack. Ah, war ich zu langsam. Hey, nicht schlagen.
So. Noch Fragen? Was leuchtet denn da hinten? Achso, da. Da war was. Da haben wir eine Kiste. More money. Mit more money. Und hier wieder raus? Ne. Okay, okay, okay. Was fresst ihr da gegenseitig oder was macht ihr da? So, hier war aber auch nichts mehr, ne? Ne. Aber hier geht's runter. Ich wollte aber eigentlich da vorne runter. Da scheint aber der gleiche Weg zu sein. Jo. Let's checken. Oh. Da hat er aber eben nachladen müssen, der Kleine. Okay. Okay. So, das wäre der eigentliche Weg gewesen hier. Da wäre ich aber nicht rübergekommen. Da liegt aber... Aua. Eine Menge Loot. Müssen wir nochmal zurück. Och nö. So ein Spiel ist das, wo man nicht mehr zurück kann. Ähnlich wie bei Mario. Hallo, wink mal. Ich versuch's. Ja, ja. Gib mir einen Moment. Oh, Wespen. Alter, die machen mir weh. Ich verreck gleich. Genau jetzt. Okay. Wir sollten dringend rausfinden, wie das hier noch funktioniert. Alter. Was ist hier denn los? Leute, Leute, Leute. Warte mal. Lass mich mal ein bisschen hier. Das dauert aber lang hier, das Heilungsgadget, bis es wieder aufgeladen ist. Ah. Okay, das sind Bomben. Wieder was gelernt. Weg. Weg. Oh. Aua. Hört ihr auf? Alter, warum ist das so schwer auf einmal? Yo, yo, yo. Ihr seid doch bekloppt.
Schmick. Mensch, Mensch, Mensch. Oh. Oh, da bin ich hängen geblieben. Da konnte ich nicht weiter. Meine Fresse. Geht weg, ihr Bienen, Wespen, was auch immer ihr seid. So, kommt her. Warte mal, wie geht das denn hier noch? Lass mal Steuerung checken. Achso, das war Energie. Das war unnötig jetzt. Ah, genau. Strom. Und dann... Ah, dreh dich doch. Dass die sich hier immer in die Viecher verwandeln, ist ein bisschen doof. Hey, hey. Wow, wow, wow. Oh, das war gut, das war gut, das war gut. Schnell hin. Voll auf die 12. Oh, lass mich dahin, lass mich dahin, lass mich dahin. Oh. Ah. Was hier abgeht. Alles klar, Zeus. Mach's gut. Danke fürs Reinschauen. Oh. Lass mich, lass mich. Wallo. Boah, Alter, was ist hier los, Mann? Oh, nee. Oh. Fuck. Fuck you und fuck me. I remember. Hey. Lauf, lauf, lauf. What the hell? Schnell hin. Schnell, schnell, schnell. Ah! Oh.
What the hell? Oh. Das war ja einfach. Ja. Weiter geht's. Ja, ich komme ja. Mikro stört mich ein bisschen im Weg. Tun wir es denn hin? So müsste auch reichen, ne? Jetzt kommt mir das so. So. Könnte, ne? Ich sag mal ja. Ansonsten kann ich es auch noch ein bisschen lauter machen. Nee, ich glaube, es ist okay. Now then, stranger. You can point me towards the oil company office. Oh, it's on the other side of the lake. Though you're gonna have to drain it to get over there. Release all counterweights and you'll open the sluice gates. Okay. So, mal kurz gucken. 2000. Und keine Dingens. Gut, dann. Okay, wo soll ich die lösen? Wie komme ich denn da weiter? Ah, hier. Get out of my way. Get out of my dreams. Get into my dreams. Hallo. Schleuse Nummer 1. Geöffnet. Aber. Was wollte er denn da? Sollen wir das jetzt schon? Ja, machen wir zuerst, ne? Ja. So bin ich. Immer wieder hilfsbereit. Danke. Sehr aufmerksam. Können wir noch ein bisschen looten hier, ne? Guck mal, da unten, da haben wir noch Energy, die ich noch gar nicht verbraucht habe, oder? Ein bisschen. Oh, okay. Erreiche den Sicherungskasten bevor Dingens. Dann lass erstmal gucken. So, eingesammelt. Okay. Dann auf zum Sicherungskasten. Ja. So einigermaßen safe. Bleibt mal in meiner Nähe, dann wird euch nichts passieren. Ist kein Loch, oder? Nein. Ah. Da wäre eins gewesen. Gehen wir mal lieber über den Steg. Weil so ein Steg ist nie verkehrt. Nein. Money. Cash in the Tash. Ich dachte, wir reden hier von Öl.
Naja, eher so ein Gemisch halt, ne? Okay. Du kannst dir das aktuelle Ziel jederzeit anzeigen lassen, indem du gedrückt hältst. Okay. Da scheint wohl irgendwas explodiert zu sein. Oh, Werwölfe, nein. Die sind nervig. Was macht er denn hier? Lieber Arm dran als Arm ab, ne? Was Bein? Knochen. Keine Arme mehr. Alter, stirb doch einfach. Da steht ja nur noch ein Skelett. Was eine Sippe, oder? Ah ja. So. Das ist hier für später, okay. Gehen wir mal da gucken. Spinnen. Road clear. Na, die spinnen ja wohl. Ja. Werwölfe. So, wieder so ein scheiß Spinner, nenne ich ihn mal. Wow, 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 wow. Let it go, let it go. Wo steht er? Ah, schade. Ja, ja, ich gehe schon. Jesus. That was painful. Na, warum klappt denn das Schild hier nicht? Aua.
Wie war noch Dingens? Da. Mach Platz, Hündchen, mach Platz. Hündchen. Meine Güte. Die wollten es aber wissen, ne? So. Kurz die Lage checken. Ja, aber nichts zu holen. Okay, dann. Boom. Smash it. Smash it. Oh, wieder Strom. Okay. Is that it? Was? Ich. I'll take that. I'll take that. For a second there, I thought you were one of those demons. The National Guard barricaded us inside here before they headed off to protect the company office. If you want to find the man in charge, you need to use that crane to move those crates. Alter, krabbel doch neben raus. Guck mal. Da, also ich will mich da nicht aufhalten lassen. Ich sag halt nur. Ja. Brauchen wir nur noch Strom. Was gibt's hier? Okay. Und hier haben wir eine Abkürzung. Nee. Muss ich von der anderen... Oh, komm. Ja, wir nehmen den Strom mal mit und probieren. Vielleicht packen wir das ja. Ah, währenddessen können wir noch... Hallo? Ein bisschen Schabernack treiben. Und Loot holen. So. Alter, bin ich da jetzt echt dran vorbeigelaufen? Kann ja wohl nicht angehen. Okay. Auch schneller. Das reicht natürlich nicht. Guck mal dahin. Nein. Warte mal, die Abkürzung hier auf. Und dann könnte es tatsächlich reichen. Pferdchen, lauf, galopp. Jawohl. Ja, zwei Schalter. Ich hab's geahnt. Vielleicht sogar drei? Nee. Zwei, okay. Okay, okay. Es reicht aber dahin zu laufen. Ich gehe trotzdem erstmal gucken. Ah. Cash in the Tash. Oh,
Lauf, 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 lauf. Easy, Mann. Bevor wir da jetzt eine Sequenz auslösen. Achso, ne, da geht's gar nicht hoch. Ich dachte, man könnte da vielleicht auch hoch. Aber nee. The office. Where is it? I need the man in charge. There's no way to get there from here. Unless you use the zip line from the top of that tower, but that'd be crazy. Please, you gotta help my buddies. Once you get on the other side, just follow the pipes. It's a kind of maze, but just keep going. Okay. Labyrinth ist ja immer so eine Sache. Bei mir. Bin ich vielleicht nicht intelligent genug dafür. Aber mal schauen. Vielleicht ist es ja offensichtlicher gemacht, als man meint. I'll take it. So glad you made it, sir. Ah. Neue Knarre. Blitzbüchse. Jawohl. Eine Elektrizitätsverbesserung ist jetzt für die Donnerbüchse verfügbar. Danke. Fehlt nur noch das entsprechende Kleingeld. I can go see my family now. Family. Oder wie Vin Diesel gerne sagt, Family. Apropos Vin Diesel, wollen wir nicht mal Fast and the Furious Spiel durchzocken? Also, ich hab's ja schon gemacht. Ne, ist ja auf YouTube ist ja schon eine Playlist. Aber 2 Jahre alt, ne, gestern war ja das 2-jährige Jubiläum von meinem YouTube-Kanal. Und gut angefangen hatte ich mit Jedi Fallen Order. Aber das erste Spiel, was ich mit Mikrofon kommentiert habe, weil einfach, nennen wir es kommentiert, war der Fast and the Furious. Und das war auch so, dass ich das über die Xbox unten, ne, über die alte Xbox gestreamt habe und habe dann die VODs runtergeladen und habe die dann auf YouTube hochgeladen mit Grafikfehlern, ne, oder Übertragungsfehlern, ne, Bitfehlern und so weiter. Ich weiß noch, dass die Steuerung ziemlich beschissen war von dem Spiel, also so richtig. Aber ich hätte Bock, es geht nur 4,5 Stunden oder so. Das könnte man mal an einem Sonntag oder so, könnte man das mal eben durchballern. Weil die Story ist eigentlich ganz cool. Action ohne Ende, wie die Filme halt so sind. Hätte ich Bock drauf. Da steht's. Im Regal. Beziehungsweise da. Seht ihr nicht. Ha, ha. Könnt ihr mir aber glauben, da steht's. Es ist ja nicht mehr kaufbar, deswegen habe ich das ja mir noch schnell geholt damals, weil es aus dem Markt genommen wurde, zumindest digital, und habe das dann auf eBay erstanden. Und ja, was wird da getrommelt? Oh. Nicht umfallen, Digga. Out of my way. Get out of my way. Jesus. Jesus. Okay, das ist nicht der richtige Weg. Got
Money. Na, der wackelt aber übelst. Kann man das Wackeln nennen, wenn der sich so verbiegt? Ich weiß ja nicht. Aber gut. Was gibt's hier noch für einen versteckten Loot? Oh. Die Superenergie. Heißt, dass wir bestimmt ein fieser Gegner kommen jetzt. Ist übrigens ganz schön dunkel, das Level. Muss ich jetzt einfach mal so erwähnen. Falls es euch nicht aufgefallen sein sollte. Und da schon TNT steht, ne? Und da auch. Was wird mich denn da gleich verfolgen? Oh, guck. Who the hell are you? Mach dich Krankenhaus. Oho. Na komm, du auch. Hehe. Zu dir. What the hell? Hops dich weg, Alter! Wow! Oh, nicht die Idioten. Falscher Knopf. Wow. Verrecke. Wer? Wo? Oh, was? Geld! Geld! Boah, das reicht, um was zu kaufen. So, was wollen wir denn kaufen? Ich hab mich nicht, ich will nicht laufen! Ich bin voll mit Schocki! Lass mal kurz gucken. Da hier, die nehmen wir eigentlich am meisten. Die haben wir aber schon aufgefüllt. Was ist das?
Ach, die Armbrust, die habe ich ganz vergessen. Weiß ich gar nicht mehr. Da ist er wieder. Na, Abendbrot gegessen und gebadet. So, Todesstoß. Der Schocker-Finalschuss. Hoppala. Erzeugt eine Stromspitze. Jawohl, sehr gut. Sehr vorbildlich. Die elektrisch modifizierte Version des Rentier-Revolvers, die mehr Schaden verursacht und deren Kugeln vom Gegner abprallen. Ah, ja. Zeig nochmal. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht, ne? Allerdings. Aber einen Vorteil haben wir auch. Müssen uns mal ein bisschen um die Gesundheit kümmern. Was ist das denn? Antäuschen? Nee, das vergesse ich sowieso. Icarus. Aha. Aha. Mit den Stromdingern, die benutze ich gar nicht so viel, ne? Tatsächlich. Ein Treffer auf einer Schwachstelle des Gegners gewährt eine Chance von 15%, einen Heilungsgegenstand zu erhalten. Ja, ist ja auch nicht verkehrt, ne? Was haben wir sonst noch im Angebot? Kurz Schluss. Hey. Überladungswelle. Okay. Beim Wechsel in den Überladungsmodus wird eine Druckwelle ausgelöst, die Gegnern in der Nähe Schaden zufügt. Eigentlich auch nicht so verkehrt, ne? Oh, Projektile blocken. Aber wenn man sie zurückschleudern könnte, wäre besser. Mehr Saft. Die maximale Energie wird erhöht. Aber ich glaube, wir gehen hier auf Heilungsgegenstand. So. Dann gehen wir noch einkaufen. Eine Sache können wir uns leisten. Nur welche? Also das finde ich eigentlich nicht schlecht hier, ne? Was ist das denn? Bitte recht freundlich. Dank des effizienteren Energiemodus, Moduls, hält der Effekt des Lähmungsstabs jetzt 20% länger. Mal sehen, wie viele Löcher und enge Stellen wir nächstes Mal in SOT finden. Ja, ja, genau. Ja, das war schon lustig, ne? Ich habe gehört, das ging in Fortnite gerade so weiter, ne? Das ist schon cool. Ah, der Flammenwerfer habe ich ganz vergessen. Haben wir ja auch noch. Dank der verbesserten Düse ist die Reichweite des Flammenwerfers um 30% erhöht. Auch schon mal nicht schlecht. Ja, sehr cool. Wenn ein Gegner direkt vor einem Angriff mit der Donnerbüchse getroffen wird, leidet er doppelten Schaden. Ja, Mann. Dann müssen wir kaufen. Das sind so Situationen, wo ich immer wieder reinkomme. So. Loot noch irgendwo? Nö. Nasing. Das zweite hat auch ein bisschen mehr Kampf und Spannung drin. Also ich fand das ganz cool, muss ich sagen. Ne, das vorher nicht. Aber der Story-Modus, der war schon geil. Ja, und wenn jetzt noch ein bisschen Action reinkommt, super. Das ist doch super. Müssen wir mal gucken, wann wir das dann machen. Ich weiß ja nicht, wie lange die Story geht und ne, ob man dann ein Level da dann mal unter der Woche spielen sollen oder was? Weil im Prinzip habe ich ja Wochenende nur alle 2 Wochen Zeit, ne? Weil ich habe ja meinen Sohn. Also so viel früher würden wir nicht anfangen können,
Wenn ich die kleinen habe. Alter, hier brennt's aber wie Zunder. Mal gucken, genau. Genau. Ich komme ja halt auch recht spät von der Arbeit, ne, im Moment. Durch die kurzen Wochen ist ja die Hölle los, also da ist sehr, sehr schwer zu planen. Yes. Okay. Wir gucken einfach, wie es passt. Go, 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 Gadgetto. Cowboy-Stiefel. Follow the pipes. Dann folgen wir mal den Pipes. Okay. So traue ich dem Ding hier nicht. Da läuft jemand. Sagen, da wollte doch jemand schießen. Bleib da ruhig stehen. Ja, Loot. Ha. Ha, ha, ha. Was schmeißt das denn immer? Okay. Kein Loot. Oh, wie geht das noch mit dem Flammenwerfer? Ich hab's völlig vergessen. Ist das so? Ja, Mann. Das so gelohnt hat jetzt. Wie wechsle ich denn noch zwischen der Winchester und der... Wow. Und dem... der Armbrust. Ja, da kann ich durch. Aber das will ich noch gar nicht. Oh. Hier muss noch ein bisschen Loot sein. Komm. Was
Das sieht mir nach einem Versteck aus. Aha. ...541. Das hat sich doch gelohnt. Ach, wart. Oh nein, ich wollte eigentlich das machen. Da geht's runter, ja, dann müssen wir auch runter. Da ist ja die Pipe. Aber wir gehen erstmal gucken, ob da noch ein bisschen Loot versteckt ist. Bisschen Kohle oder so. Money oder Muni? Nee, nix. Okay, here we go. Guess this is as far as the pipes go. I fucking hope that's the right way. Oh. Die blöden Viecher. Hallo. So, weiter. Und. Oh nee, das sieht nach einer Arena aus. Alter! Oh. Oh, was war das denn? Alter, noch so einer vom Anfang. Oh, zu weit weg. Hey. Lass mich. Wow. Ah, trau dich. Trau dich. Was kann ich machen? Ja, Digga, irgendwas musst du machen. Jetzt komme ich nicht hinter dich. Jetzt, ja.
So ist gut. Oh. Ein bisschen zu langsam. Sent in the cavalry. I've been hiding here for a week. This ain't a rescue mission, so watch your mouth. I'm here to pick up some documents for Assistant Secretary Harrow. Documents? I don't know anything about any documents. Oh, these documents? You must be the accountant. Jonathan Q. Biddle at your service. Mr. Harrow promised me immediate backup as long as I kept this safe. Harrow's written you off, Biddle. Sent me for the case, not you. All I know is that DC wants that portfolio seized. DC? What an asshole. Harrow isn't trying to leverage this property for the government, you ape. He wants it for himself. He wrote me into this scheme for a cut of the profits, and now he's hung me out to dry. That asshole. How big a cut? 10%. Hope it was worth all those soldiers' lives, you greedy little pissworm. I'll take that. Whoa, 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 wait. What about me? How'll I get home? Walk. Oh. Mission beendet. Gutes Timing. Turning the tides, my ass. More like lining your own pockets, you slimy shit. What the hell are you... Ah, Biddle. Oopsie-daisy. You sent 24 National Guardsmen to their deaths for a paycheck. When the president gets wind of this, you're a dead man. Oh, I'm sorry. It's just that the way the veins in your forehead are throbbing, it's so comical. Mr. Assistant Secretary. These accusations sound serious. And first of all, it's Mr. Ja, da war auch ein paar Fangzähne da, ne? Nicht, dass die so ein versteckter Vampir ist. The President of these United States is gonna give a royal fuck about the pissant accusations of a podunk. Go ahead, Reggie, do it. Give me a reason to throw your cowpoke ass into Newgate and flens your father's legacy to the bone. The Harrow Institute has a much better ring to it, don't you think? Mr. Secretary, maybe it would be for the best if you... Maybe it would be best if you stopped interrupting me, you groveling mule! You want to make yourself useful? Get to the kitchen and fetch me a cup of coffee! Now fuck off and find some vampires to kill. That's much more your speed.